So, das ist sehr schön. Jetzt darf ich Robin Hinch vorstellen. Ich tue das mal, weil wir uns wirklich sehr, sehr lange kennen. Er ist Mitglied seit Jahren und er beschäftigt sich mit den aktuellsten Themen. Wir kennen ja die Diskussion um Wärmepumpen und um nachhaltige Heizungen, die derzeit überall halt geführt werden. Bei ihm geht es um die Ausbeutungsmechanismen der fossilen Brennstoffe. Es geht um ein paar Begriffe zu wählen, um die Zerstörung der Umwelt und Gewalt gegen Menschen in einer Arbeit mit dem wohlklingenden oder sagen wir mal sehr bedeutenden Titel Valhalla 2019 bis 2022. Und vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, Robin lebt in Hamburg, ist Künstler, hat studiert in Karlsruhe, hat in Hannover und in Hamburg, hat bei Elga Esser, bei Ute Mahler und Vincent Kohlbecher studiert und ist wirklich jetzt seit einiger Zeit, glaube ich, in vielen Bereichen irgendwie unterwegs und sehr erfolgreich mit seiner Arbeit. Herzlich willkommen, Robin Hinch. Ja, schön, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind und vielen Dank an die nette Einführung. Ja, ich stelle heute Abend heute Nachmittag meine Arbeit Valhalla vor, die, wie Ingo gerade schon angesprochen hat, sich vor allen Dingen mit den Ausbeutungsmechanismen des globalen Extraktionskapitalismus beschäftigt. Und das heißt, im Speziellen habe ich mich da beschäftigt mit Öl, Kohle und Gas und habe mir dafür verschiedene Orte ausgesucht, an denen die Probleme passenderweise zur Fotografie möglichst sichtbar werden. Und habe für die Erzählung der Arbeit, also es ist ein Buch geworden, es ist am Ende 2022 gerade beim britischen Verlag Ghost Books erschienen und habe für diese ganze Form so eine Art von, man könnte sagen, tentakelhaften Erzählen gewählt, so dass ich 2019 überlegt habe, was treibt die Weltwirtschaft an und bin halt eben darauf gekommen, dass es vor allen Dingen die fossilen Brennstoffe sind. Habe dann weiter recherchiert, was ist sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung davon, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile. Bin dazu gekommen, wie ein Großteil der Menschheit, dass die Nachteile überwiegen, aber nicht unbedingt zur Handlung übergegangen. Ich konnte es leider nicht stoppen, dass es die Kraftwerke immer noch gibt. Ich habe Fotos gemacht und versuche so, da meinen Beitrag zur Diskussion zu leisten. Und das Ganze war so, dass ich mich eben gefragt habe, wo kommen die Dinge her? Es ist jetzt nicht so eine klassische Lieferkettenarbeit geworden, so dass die Produkte gehen von Ort A zu Ort B, sondern es ist eher so eine Art Ursprungsanalyse auch gleichzeitig geworden. Und dafür habe ich mir eben vor allen Dingen drei exemplarische Orte ausgesucht. Und das Ganze startete 2019 in Nigeria im Niger-Delta, war in dem seit 1954 Erdöl gefördert wird und eigentlich auch schon, sagen wir salopp, seit 1955 das ganze Delta eigentlich verschmutzt ist, weil damals zur Kolonialzeit hat man sich noch weniger um die Menschen und die Menschenrechte und die Lebensgrundlage und die Umwelt gekümmert und hat einfach nur zugesehen, dass man die Böden aufreißt. Und das war eben für mich einer der exemplarischen Orte, wo es um das Öl geht. Der nächste Ort war Jharia Ende 2019 in Indien, wo es vor allen Dingen um die die Kohleproduktion geht, also Tagebaumechanismen und auch da wieder unglücklicherweise britische Kolonie jahrelang ausgebeutet und aber auch sowohl in Nigeria als auch in Indien ging es sozusagen von der Krone an internationale Konzerne, so dass die Länder eigentlich auch relativ wenig eigentlich von ihrem eigentlichen, wie kann man sagen, gigantischen Reichtum letztendlich haben. Natürlich profitiert man ein bisschen davon, dass es auch in Indien Elektrizität gibt, aber wenn man sich die Bodenschätze anguckt, ist es immer noch so, dass es vor allen Dingen an anderen Orten der Wohlstand geschaffen wird und die Orte eben dort ausgebeutet werden. Und in Nigeria war es für mich eben so, dass es halt
eine ziemlich lange Zeit schon so ist. In Indien war es auch schon seit über 100 Jahren, gibt es eine gigantische Luftverschmutzung durch gewisse Brände in den Kohleflözen, die schon zur Kolonialzeit entstanden sind, und einfach dadurch, dass es massiv viel Kohle gibt und es aber auch nicht so ein großes Interesse daran gibt, diese Brände zu löschen, weil man so, wie man so schön in Deutschland ja auch sagt, Bergrecht vor Menschenrecht, also solange diese Feuer dort brennen, ist es leichter, die Leute umzusiedeln, weil man sie einfach damit konfrontiert, entweder ihr seid in Lebensgefahr oder ihr gebt die Räume frei. Und juristische Schritte sind sozusagen im ländlichen Jharkhand auch nochmal komplizierter für Leute, die im Durchschnitt ungefähr sowas wie bei 20 Euro im halben Jahr verdienen, ist es natürlich nochmal komplizierter, dort an Rechtsbeistand zu kommen. Aber um das Ganze nicht einfach nur in weiter Ferne zu lassen, habe ich auch immer versucht, bestimmte Brücken zu schlagen. Und dafür ist zum Beispiel dieses Bild wichtig, was in Nigeria entstanden ist. Das ist über eine lange Geschichte ein Auto, was durch den deutschen Gebrauchtwagenhandel aus Hamburg tatsächlich in einem Container nach Lagos, Nigeria, verkauft wurde, dann dort weiterverkauft wurde und letztendlich auch in die Nähe des Niger-Deltas gekommen ist. Und ich habe dadurch, dass ich den Verkäufer dieses Autos kannte oder kenne, habe ich diesen Weg nachvollzogen. Und es gibt halt in diesen ganzen Bildern auch immer wieder kleine Geschichten, die sich aufeinander beziehen. Also so wie dieses Auto, was eigentlich aus Deutschland ist, was wiederum auch repräsentiert auf eine gewisse Art und Weise, dass es keinerlei produzierende Industrie in Nigeria gibt. Es ist einfach nur so, man nimmt den größten Treibstoff der Motoren der Weltwirtschaft dem Land quasi weg oder zu Spottpreisen. Es gibt da Urteile auch vom Internationalen Gerichtshof, dass eigentlich die Verträge und Preise, die gezahlt werden, immer noch auf alten Kolonialüberlassenschaften beruhen. Also es ist halt nie so, dass es wirklich neu verhandelt wurde, sondern eigentlich einfach nur eine Fortführung des dann eben auch schon seit in der Postkolonialzeit quasi seit über 70 Jahren andauernden Gewaltregime des globalen Marktes. Aber eben dieses Auto war für mich so eine Sache, um das wieder in so ein ganzes System, also dass ich das wieder auch rekurrierend und hin und her verbindend alles aufeinander bezieht. Und dann gibt es natürlich auch noch einen dritten, sehr wichtigen Ort, eben auch Deutschland, um nicht die ganze Arbeit irgendwo in fernen Ländern spielen zu lassen. Und man sagt dann einfach nur, ja, die da drüben, im schlimmsten Fall heißt es noch, die sind ja selber schuld, warum machen die das? Ist es auch eben mir wichtig gewesen, die deutsche Situation zu zeigen, wo die Gewalt gegen den Boden und letztendlich auch gegen die Menschen die gleiche ist. Und da habe ich mich aber weniger jetzt wirklich auf die Proteste, wir kennen sie gerade noch aktuell, aus Lützerath beschäftigt, sondern auch eher mit den verschwindenden Architekturen oder den temporären Architekturen, um auch dann wiederum in diesen Bildern so eine Atmosphäre zu erzeugen, wo man nicht so ganz genau weiß, wo man jetzt eigentlich ist. Man könnte jetzt, also man weiß nicht genau, welcher Wald es ist, ja, man weiß nicht, woher diese Bauten kommen, wer wohnt da. Das ist aber auch bewusst in dem Sinne im Dunkeln zu lassen, um diese Gleichzeitigkeit und diese allumfassende Situation quasi dann auch wieder zu visualisieren und nicht so einen großen Unterschied zwischen dem Hier und Da und dem Wir und Denen oder Wir und Ihr zu machen, sondern einfach, dass du jetzt eine große globale Menschheitsgeschichte im wahrsten Sinne zu machen. Und dann gibt es aber eben auch einfach noch Leute wie zum Beispiel hier Roman Yatsenyuk, den ich in einem osteuropäischen Tagebaugebiet, also in Schlesien, fotografiert habe, der eben durch seine Geschichte und so weiter eben ein stolzer ehemaliger Bergarbeiter ist und für mich einfach so die alte Welt symbolisiert, die einfach noch an dem Ganzen hängt. Also es ist vollkommen klar, auch darauf stolz zu sein, dass man in seinem Leben was geleistet hat, weil man darf auch nicht vergessen, dass durch die fossilen Brennstoffe ist auch eine Geschichte, also eine ambivalente Geschichte. Also ohne diese Ausbeutung des Ganzen, das wird halt auch gerne vergessen, wäre halt dieser ganze Wohlstand, dieser ganze Fortschritt, den wir jetzt hier haben, auch gar nicht möglich gewesen. Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig,
vergewissern und wieder darüber nachzudenken, woher kommt das Ganze und sind wir nicht am Ende des Tages auch dann doch immer noch dafür verantwortlich? Und daran anschließend ist es halt auch immer noch eine Frage der Schuld. Also es ist halt auch so, man kann sich darüber beschweren, wie man bestimmte Dinge benennt oder darf man dieses sagen oder jenes sagen, aber es geht halt auch einfach darum, dass lange Zeit Europa das Zentrum der Macht war, die in anderen Ländern bestimmt haben, wie man zu sprechen hat und wie man nicht zu sprechen hat, wenn man sich einfach nur anguckt, in wie vielen Ländern Französisch, Englisch und Spanisch gesprochen wird, ist es halt immer noch ein Faktor, der immer noch da ist, der natürlich einerseits zur Völkerverständigung beiträgt, aber seinen Ursprung in der absoluten Unterdrückung hat und nicht so gedacht war, um die Leute in beispielsweise Nigeria darauf vorzubereiten, in Oxford zu studieren. Das war leider nicht der Gedanke dahinter. Aber um wieder zurück auf die Bilder zu kommen, ist es halt eben auch, dass es bestimmte Mechanismen gezeigt werden. Es gibt Technikbilder, es gibt Landschaftsbilder, es gibt Porträts, aber das ist eben für mich auch wichtig, immer auch in dem Buch später, also ich zeige jetzt ungefähr 25 Bilder, in dem Buch sind es 64, dass es halt immer so ein Hin und Her gibt und man so in so einen, wie soll man sagen, in so einen Schleudergang der globalen Wirtschaft geht, ohne jetzt darauf einzugehen, wo sind die großen Verteilerzentren, wo sind irgendwelche Unternehmen. Also ich habe bewusst rausgelassen, dass jetzt am Ende Shell, Exxon, BP oder sonst was da dran steht. Darum geht es mir erstmal vorwiegend nicht, weil am Ende sind wir sozusagen alle, die auch irgendwie daran teilhaben zuallererst und andersrum auch profitieren. Auch die Menschen teilweise vor Ort, weil durch den Wegfall der Lebensgrundlage gibt es auch immer wieder Mechanismen, wo Leute vor Ort relativ selbstbewusst sich wieder zurück in die Wertschöpfungsketten quasi einhacken und daraus für sich selber sorgen beziehungsweise oder für sich selber sorgen beziehungsweise eine neue Lebensgrundlage aufbauen. So ist es halt eben zu sagen, dass in den Gebieten in Jharkhand die normale Landbevölkerung eigentlich davon lebt, sich selbst händisch Kohle aus den Tagebauen zu holen und diese auf dem Markt zu verkaufen. Und eine der größten Einkommensquellen in Nigeria ist es eben, Pipelines zu sabotieren, das Rohöl wieder abfließen zu lassen und es selber quasi zu erhitzen und zu destillieren. Also der Prozess, um Kerosin oder Diesel oder Benzin herzubekommen, natürlich nicht in der Qualität, wie man sie hier von der Zapfsäule gewohnt ist, aber um einfach nur einen einfachen Generator zu betreiben, reicht es einfach nur, Rohöl in einem entsprechende Temperatur zu erhitzen, um dann es als Treibstoff nutzen zu können. Und wenn es halt jetzt auch nochmal im Gegensatz zu Roman Jaceniuk, oder ist nicht im Gegensatz, aber im Zusatz, gibt es eben auch Begegnungen mit Reuben Mayuba, einem lokalen Polizisten, wo es mir auch wichtig war, so bestimmte Alltagsmomente und nicht so ein also auch mit so bestimmten Gegenbildern zu arbeiten. Also das Niger-Delta ist bekannt für, also andererseits, also neben der Ausbeutung auch bekannt für Rückzugsgebiete für Terroristen wie Boko Haram, aber auch Freiheitsbewegungen wie die Niger-Delta-Befreiungsfront und. Also es gibt viele Sachen, wenn wir an die Biafra-Kriege aus den 60er, 70er Jahren zurückdenken, war vor allen Dingen das Niger-Delta auch das Hoheitsgebiet oder das Rückzugsgebiet der biafraschen Unabhängigkeitsbewegung. Aber weil es halt ein relativ, schon auch gefährlicher Ort ist, was mir auch wichtig, vor allen Dingen von den Menschen, die einfach dort leben, so eine gewisse auch Normalität, Selbstbestimmung und einfach auch diese Begegnungen zu zeigen und nicht einfach nur vor diesem Ort irgendwie Angst zu machen. Also dieser Ort an sich, der durch das Buch oder die Arbeit am Ende geschaffen wird, der soll natürlich schon auch irgendwie Angst einmachen. Es ist kein Jesus Christus in einer katholischen Kirche, wo man sagt, der wird es jetzt irgendwie richten und man kann dann einfach seine Sorgen und Schuld dort ablegen und dann ist es gut, sondern es ist dazu gedacht, dass man sich vielleicht auch darüber aufregt, aber im besten Fall auch dazu inspiriert wird, sich drüber nachzudenken. Und es gibt halt eben auch in der ganzen Arbeit immer wieder so eine Form von Stillleben oder, was ich eben schon gesagt habe, so belanglosen Nebenmomenten, die dann aber eigentlich auch wieder aufgeladen sind. Also dieser Ventilator, der leider schon länger nicht mehr wirklich funktioniert,
ist halt in meinem normalen Wohnhaus und man sieht einfach daran durch die Schwärze, dass einfach durch die Luftverschmutzung, also es ist so eine gewisse Spurensuche, Spurenvisualisierung dieser ganzen unglücklichen Zusammenkünfte. Weil zum Beispiel, was auch interessant ist, die Rußpartikel aus dem Kohlegebiet in Jarir fliegen teilweise so weit, was dann auch wieder ein weiteres Zeichen für Globalisierung ist, dass man sie an den Polkappen wiederfinden kann und auch einfach nur wieder ein Zeichen dafür ist, dass uns das alle irgendwie anbelangt. Und genau, neben dem, dass man sich halt, wie schon angesprochen, immer in Nigeria, Indien und auch Deutschland bewegt, gibt es eben auch diese schon verschwindenden Orte. Also es gibt auch in Nigeria und aber auch in Indien mittlerweile Orte, die in der Arbeit auftauchen, die es schon nicht mehr gibt. Hier ist es so ein Ort, der ist an der Kippe. Ich glaube, dass die Kirche in Mannheim, Nordrhein-Westfalen, ich glaube, sie steht noch, aber der Tagebau ist mittlerweile schon relativ nah an diese Kirche herangerückt und ist auch einfach wieder nur ein Zeichen dafür, dass man im ja schon stark katholischen Rheinland auch nicht vor der eigenen Kirche Halt macht. Und dann sind halt immer wieder einfach auch Begegnungen mit Menschen wichtig gewesen, so wie mit Chief Damian Kobani, der einfach auch sehr viel möglich gemacht hat. Man muss einfach auch bei der Arbeit sagen, die Arbeit wäre ohne ein relativ großes Team, die mir dabei geholfen haben, nicht möglich gewesen. Also das ist vor allen Dingen zu nennen Fineface Domnomene Fineface und Pinaki Roy, die einerseits in Nigeria und in Indien zwei lokale, ganz kleine Mini-NGOs leiten und sich vor allen Dingen für die Bildung der Kinder vor Ort einsetzen, die mir dort sehr geholfen haben, aber eben auch so Leute wie dann letztendlich übersetzt gesprochen dem Bürgermeister, der auch einfach das Einverständnis gegeben hat, dass ich in bestimmten Communities oder auch Dörfern, wie man jetzt hier sagen würde, arbeiten kann, was natürlich, wenn er das Einverständnis nicht gegeben hätte, hätte man es wahrscheinlich trotzdem machen können, aber es war nicht mein Anliegen, weil es mir immer sehr wichtig war, wirklich Begegnungen zu schaffen und auch in den Dialog zu treten und auch zu fragen, was die Leute sich davon versprechen, was ist ihr Interesse, was ist mein Interesse und nicht einfach nur da durchzugehen und das irgendwie zu fotografieren, weil es ist halt teilweise auch einfach so, um bestimmte Orte zu finden, die interessant sind, braucht man auch einfach noch Leute, die einem vor Ort unterstützend zur Seite stehen. Und was es halt auch immer wieder in dieser Arbeit gibt, was ich vorhin schon mit dem Auto zum Beispiel angesprochen habe, es gibt auch hier immer so einen Verweis darauf, dass es zum Beispiel ein Schlachthaus eben in Indien. Und es tauchen halt auch immer wieder Kühe auf, also so, weil durch die Methanproduktion der Kühe, der Fleischproduktion, es ist so ein bisschen so eine eingewobene, versteckte Dritt-Viert-Erzählung, die halt eben auch zur globalen Erwärmung, zur globalen Klimakatastrophe beiträgt, die sich dann immer wieder, die immer wieder so auftauchen. Man kann es später im Bildindex, kriegt man noch einen Hinweis dazu, wenn man es nicht entschlüsseln kann, worum es geht. Und für mich ist es aber auch wichtig, dass die ganze Sache oder die Arbeit einerseits immer einen relativ starken Faktenbezug hat, also dass man schon weiß, okay, dieser oder wissen kann, wenn man es lesen möchte, das ist dieser und jener Ort, da geht es da und da drum. Aber es geht auch darum, wie soll man sagen, man spricht immer davon, dass diese Klimakatastrophe irgendwann kommen wird. Die Arbeit soll aber eigentlich am Ende zeigen, dass sie eigentlich schon längst da ist, an den Orten, woher diese Rohstoffe kommen. Und das ist mir eigentlich auch wichtig, dass man das auch wiederum losgelöst von diesen Orten hoffentlich irgendwie versteht. Und ja, da ist es halt einfach so, dass sich letztendlich die Gewalt quasi gegen Natur in letzter Instanz überhaupt nicht von der Gewalt gegen Menschen unterscheidet, weil einfach durch die Ausbeutung des Bodens, durch die durch das völlige Ruinieren unserer Lebensgrundlage schaden wir letztendlich uns auch selbst. Und es ist halt einfach da der Punkt, dass es darum geht, dass dieses System wird sich am Ende letztendlich selbst verbrennen, weil es eben auf endlichen Ressourcen besteht und es hat halt, leider viel zu lange
gedauert, bis es sozusagen erste Mechanismen gab oder Ideen oder Anstöße oder Bewegungen, dem entgegenzutreten und zu sagen, wir müssen umdenken, wir müssen neue Lösungen finden. Und dazu soll dieses Buch anregen. Es soll auch streitbar sein, aber es geht auch um Fotografie. Das möchte ich auch nochmal sagen. Es geht eben auch um Bildwerden. Es geht um sozusagen bestimmte Anleihen. Es geht um den Fall von Arcadia. Es geht darum, dass das goldene Zeitalter des des Kapitalozäns, das gerade erst angefangen hat, in dem Sinne, eigentlich hoffentlich bald zu Ende ist. Was danach kommt, das müssen wir uns dann alle nochmal zusammen überlegen. Aber was letztendlich feststellt, ist, glaube ich, ohne das jetzt überstrapazieren zu wollen, dass am Ende eigentlich nicht nur die Dummheit der Menschen daran dafür verantwortlich ist, sondern eher die Gerissenheit und die Ausnutzung günstiger Gelegenheiten, gute Geschäfte zu machen. Und ich würde jetzt gleich, es gibt noch zwei Bilder, würde ich einmal das Buch so im Hintergrund durchlaufen lassen. Ich habe das gestern einmal so gefilmt, dann kann man da einfach so durchblättern, währenddessen ich hoffentlich und gerne Fragen beantworte. Aber vielleicht noch eine Sache zum Schluss, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Es sind halt immer Dinge, auch in den Bildern, es gibt Ambivalenzen, wo einfach so diese Form von Selbstbehauptung und Resilienz schon noch irgendwie interessant ist, was mir wichtig war. Also es ist sozusagen eine problematische Situation, aber es gibt Momente, wo Leute die Zerstörung und Verschmutzung quasi wiederum dafür nutzen, aber letztendlich genauso wie wir wieder in diesen Teufelskreislauf reinkommen, so wie Ese Avolovo, die hauptsächlich mit Maniokwurzeln handelt, nutzt quasi die Möglichkeit, an diesen Flammen ihre Wurzeln schneller zu trocknen. Durch die Partikel werden diese Wurzeln aber noch doller verunreinigt, als sie eigentlich eh schon sind. Das führt halt kurzzeitig zu schnellerem Geld, aber am Ende zu viel größerem Schaden. Und genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich viel zu schnell oder viel zu langsam war. Jetzt ist auch gut, ne? Wird das jetzt einfach so? Und ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sagen jetzt mal gar nichts und gucken einfach das Buch durch, so schnell wie du blätterst. Es sind schon 2-3 Minuten am Ende. Das kriegen wir hin. Okay. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Also Valhalla leitet sich aus dem jurubaischen Wort für Problem ab. Also es ist letztendlich eine der vorwiegenden Sprachen, die man im Niger-Delta spricht. Und es war halt einfach, als ich dort angekommen bin und dann rumgereist bin, war das halt immer oft wie so eine Floskel im Englischen, no worries, war dort oft no Valhalla, dass es halt irgendwie kein Problem gibt. Je tiefer man oder je weiter man quasi in den Südosten Nigerias kam, desto öfter wurde quasi aus no Valhalla Valhalla. Und das blieb irgendwie so bei mir. Und ich mochte auch diese verwirrende Nähe zu nordischen Mythologien und irgendwelchen Versprechen von Paradiesen. Damit hat es nichts zu tun, aber es ist schon das Spiel damit, dass man nicht so ganz genau weiß, was es ist und auch im besten Fall neugierig darauf macht, reinzugucken. Weil darum geht es auch. Es geht darum, Sichtbarkeiten zu schaffen. Es geht darum, Verbindungen zu schaffen. Und also, genau. Kannst du vielleicht was zu dem formalen Aufbau sagen? Also mir fällt auf, dass es ja meist Einzelseiten sind, manchmal aber doch Doppelseiten. Das scheint aber nicht unbedingt was mit dem Seitenverhältnis der Bilder zu tun zu haben, denn manchmal könnten sie ja auch doppelseitig sein, sind sie aber nicht.
Ja, also es ist, spielt einerseits mit den Erwartungshaltungen, andererseits gibt es halt Momente, die sich als wie so eine Art Panorama anbieten. Ganz am Anfang hatte man das. Und bei den, manchmal so wie hier bei der Doppelseite, war es doch einfach so, dass es eigentlich auch wieder so ein schon fast panoramischer Charakter ist. Und bei den Tagebauern, die man zwischendurch immer im großen Bild sieht, ist es halt schon so, dass das ganze Buch einen Rhythmus hat. Also es gibt drei große Tagebaue in Europa, die sind halt alle groß im Drei-Fünftel-Takt sozusagen in dem Buch. Und dann gibt es zwei große Landschaften, einmal aus Nigeria und einmal aus Indien, sozusagen die letzten zwei Fünftel, die es auch nochmal groß gibt. Und dann rechnet sich das so fast so ein bisschen durch, aber bricht auch manchmal aus. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Jürgen hat es schon so ein bisschen irgendwie vorweggenommen. Ich glaube, es gibt so zwei Bereiche, die ich gerne irgendwie ansprechen würde. Einerseits geht es mir auch so ein bisschen nochmal über den Prozess der Arbeit. Vielleicht kann man das nochmal in gewisser Weise etwas differenzieren und dann wahrscheinlich auch nochmal, aber Jürgen hat es schon angesprochen, über das Buch. Ich sitze jetzt wohl gerade neben Wolfgang Zurborn, würde aber vielleicht doch erstmal die erste Frage beantworten lassen, denn, denn ich stehe jetzt mal auf, wir kommen da gleich dazu, vielleicht ergibt sich das. Was mir aufgefallen ist, dass du eine sehr, sehr präzise Beschreibung dessen, was eigentlich in den Bildern passiert, darstellst und wo ich auch weiß, dass da eine ganz, ganz starke Recherche auch vorherrscht. Was mich jetzt halt einfach irgendwie am künstlerischen Prozess interessieren würde, ist, wie kann man sich das letztendlich vorstellen? Also du hast ja auch gesagt, es gibt irgendwie Technikbilder, es gibt Landschaftsbilder, es werden also verschiedene Dinge eigentlich miteinander gewischt. Wir sehen Porträts, die auftauchen. Wie muss man sich im Grunde genommen halt einfach den Prozess vorstellen? Ist das ein sukzessiver, das heißt also ein Bild wird sozusagen gemacht oder man ist in einer bestimmten Gegend, dann baut sich das irgendwie letztendlich auf, was natürlich gespeist wird durch deine Informationen beziehungsweise durch deine Recherchen. Vielleicht kannst du da uns nochmal irgendwie daran teilhaben lassen, wie du im Arbeitsprozess funktionierst. Ja, also vielen Dank für die Frage. Ja, also das ist eigentlich schon so, dass erstmal eine relativ lange Recherche vorausgeht, wo bei dem, also bei dem Projekt war es jetzt einfach so, dass es halt die Überlegung gab, was ist Weltwirtschaft, was ist eigentlich Globalisierung? Also nachdem man, sage ich mal, vor 12 Jahren zu Anfang meines Studiums gegen die Globalisierung war, ist man während des Studiums irgendwie für die Globalisierung geworden. Jetzt kommt man langsam wieder zurück, wo man, glaube ich, langsam wieder dagegen ist. Also es ist ein großes Hin und Her. Aber ich habe mich gefragt, was sind das für Mechanismen? Was steckt dahinter? Wie kommen die Produkte um die Welt? Wie kommen die Ideen um die Welt? Wie kommen die AnführerInnen um die Welt? Und da bin ich halt eben einfach dazu gekommen, dass mich vor allen Dingen diese drei Stoffe interessieren. Und dann habe ich gedacht, okay, wo hat man quasi Ursache und Wirkung an einem Ort? Und da habe ich eben die Orte in Nigeria und Indien gefunden. Aber es war halt eben auch so, dass ich natürlich viel darüber gelesen habe, mich viel beschäftigt habe, aktuelle Nachrichten gelesen habe, alte Berichte gelesen habe, viele verschiedene Bücher, also so Leute wie Kenzaro Viva war einer der großen Menschenrechtsaktivisten in Nigeria. Das war zum Beispiel sehr interessant oder einfach verschiedene Sachen, die speisen sich eigentlich so immer aus von Popkultur bis Statistiken und irgendwie versuche ich dann daraus interessante Orte herauszukristallisieren und versuche halt eben auch, das ist auch manchmal so ein Spiel damit, dass es ein bisschen vielleicht auch belanglos oder schöps oder wie auch immer wirkt, aber dann eigentlich doch so auch wie das Kraftwerk, was wir gesehen haben, das hätte ich vielleicht auch nochmal zwischendurch mehr erwähnen können, das war die schwarze Pumpe in der Lausitz, das ist das dreckigste Kraftwerk überhaupt in ganz Europa, es steht eben dort. Und das war halt für mich wichtig, die eine Pipeline, die man hier noch sieht, ich mache es nur mal kurz auf,
Und das ist die Gasleitung, die aus Russland kommt, wo jetzt mittlerweile nichts mehr ankommt. Also es gibt halt so Dinge, die sind halt alle damit drin, die sind da drin einverwoben und die sind auch sehr wichtig. Und das ist halt einfach so eine Recherche danach, wo sind so Nadelöhre, wo sind heraldische Punkte, wo ist es irgendwie interessant. So. Und das dauert schon eine gewisse Zeit. Also Nigeria hatte ich, glaube ich, so ein halbes Jahr vor Recherche und dann hatte ich das gemacht und wusste eben, dass es auch noch nicht fertig ist. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt zugegebenermaßen noch nicht den Nachfolgeort oder den PartnerInnenort für das Nigeria-Projekt gefunden und bin dann so in einer weiteren Recherche eigentlich tatsächlich über einen Guardian-Artikel, was sie auch noch interessieren könnte, irgendwie da so durchgeklickt und habe dann irgendwann davon gelesen, dass es halt diese Feuer in Jharia gibt, die wirklich, also das ist absurd. Also 1914 ist quasi Dynamit unter Tage hochgegangen. Dann haben die Briten das Gebiet verlassen, man hat das da so glimmen lassen und diese Flöze entzünden sich teilweise selber durch Unterdruck und Zufuhr von Sauerstoff. Und so ist es halt einfach, dass dann ein Gebiet so groß wie wahrscheinlich das Saarland, natürlich nicht flächendeckend, aber immer wieder, eigentlich in Flammen steht, was halt zu einer riesigen CO2-Emission führt, wovon niemand was hat. Und man kann sich vorstellen, in Indien wohnen ein paar mehr Leute, auch nur auf dem Gebiet vom Saarland. Was natürlich auch ein gigantisches Gesundheitsproblem ist für die Leute, die jetzt auch nicht unbedingt sofort den nächsten Ort haben, wo sie einfach hingehen können und dann dort Arbeit finden. Also das ist halt all das, was da drin steckt. Und das ist oft schon auch wie so eine rollende Recherche bei dem Projekt gewesen, dass dann, ja, und dass ich aber zwischendurch auch schon immer gedacht habe, okay, Deutschland ist in dem Sinne auch wichtig, um das auch wieder rückzubinden. Also das ist halt eben nicht nur so ist, okay, die anderen haben irgendwie ein Problem und wir sind ja fein raus, also wir ärgern uns vielleicht darüber, dass der Sommer vielleicht mal zu verregnet oder zu heiß ist und dann ist irgendwie immer das Klima schuld, aber keiner weiß so richtig warum, sondern es ist schon auch wichtig, dass man das irgendwie auch hier hat. Natürlich, ja. Ich weiß ja, dass du viele Langzeitprojekte machst. Eines deiner Langzeitprojekte hast du ja hier auch vorgestellt, die Ukraine. Und da war es letztendlich natürlich auch so, was man am Ende natürlich auch irgendwie finden muss, wie kommt man an sich eigentlich dann zu so einer Auswahl? Und ich glaube, das ist jetzt genau irgendwie letztendlich der Übergang, wo Wolfgang etwas auch natürlich zum Buch etwas sagen möchte. Ja, für mich war es irgendwie spannend, jetzt mitzubekommen, wie unterschiedlich ich die Bilder wahrnehme im Vortrag, wo du natürlich irgendwie auch einen sehr verbindenden Text, und du bringst ja da in dem Buch sehr unterschiedliche Inhalte zusammen, wo ich sage, wow, wie ist die Klammer zwischen dem und dem? Und da ist natürlich der Text irgendwie auch die Klammer, ja? Weil du es ja sehr natürlich ausführlich und sehr genau und sehr präzise und auch deine eigene Haltung da beschreibst, irgendwie so. Wenn man dann das Buch irgendwie durchgeblättert sieht, wo dieser Zusammenhang nicht da ist, irgendwie so, bin ja schon immer jemand, der gern dafür plädiert, eher den Text wegzulassen, irgendwie so, aber irgendwie da hatte ich schon irgendwie die Idee und dachte zuerst mal, als ich die Bilder sah, wow, da brauchst du aber schon einen Text, um das zu verbinden, weil ich ja den Text sehr hilfreich natürlich in deinem Vortrag mitbekommen habe, irgendwie auch. Die Klammer ist natürlich sehr stark, dass du ja schon eine ganz bestimmte Bildästhetik, ob in Indien oder in irgendwie Lützerath, irgendwie das irgendwie von der Lichtstimmung sehen die alle gleich aus. Ich weiß nicht, wie du das irgendwie schaffst oder so, aber so ästhetisch kommen die natürlich zusammen irgendwie auch. Und dann, ja, wie schon gesagt, war meine Frage schon, was ist das Text? Du hast jetzt schon die klassische Variante, zwei Kunsthistoriker-Texte am Ende zu setzen, oder ist es doch, glaube ich, Kunsthistoriker-Text ans Ende gesetzt, irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich es auch spannend gefunden hätte, da irgendwie der Textebene, gerade weil du eben so inhaltliche Ebenen zusammenbringst, irgendwie die jetzt ästhetisch zusammenschmelzen in dem Buch, aber trotzdem für mich irgendwie so ein bisschen was bleibt. Was ist das Porträt irgendwie so in Indien jetzt mit Lützerath daneben irgendwie auch und so. Ich weiß noch nicht so ganz irgendwie, ob ich das so zusammenbringe oder ob ich denke, da wird ästhetisch was zusammengefügt irgendwie, was aber für mich irgendwie doch auch wieder disparat ist und ob dann nicht irgendwie noch eine Textebene, die irgendwie mehr wirklich auch zeigt, irgendwie so, hier werden unterschiedliche Dinge zusammengefügt, die zwar inhaltlich letztlich zusammenkommen, was sehr cool ist, da aus verschiedenen Ecken ranzugehen, irgendwie so, aber das wäre jetzt die Überlegung, also jetzt keine Kritik, sondern eine parallele Überlegung. Nein, das ist ein total interessanter Gedanke, also es ist
im Text hinten deutlich erklärt. Also hoffe ich, dass es deutlich wird. Aber das war auf jeden Fall die Idee der Texte, das genau zu erklären, dass es sich da die Klammer gibt. Aber es war auch eben, um es halt offen zu lassen, dass man auch einfach sich es angucken kann, ohne erstmal zu wissen, worum es geht, war es mir auch schon wichtig, so bei den Bildern jetzt nicht dazu zu schreiben, okay, und jetzt geht es aber darum, dass wie in diesem Bild das, oder ja doch, also zum Beispiel im Hintergrund sind so Erdölbegleitgasabfackelungsanlagen, weil man in Nigeria sich nicht die Mühe macht, das Gas zu nutzen, sondern es ist zu teuer, das quasi zu speichern und weiter zu verarbeiten, so dass man es einfach verbrennt, um es nicht irgendwie speichern zu müssen. Und den ersten Schornstein hat man quasi schon quergelegt, weil eigentlich die nigerianische Regierung das verboten hat, weil es halt zu große Verschmutzung ist. Also das sieht man auch hier vorne in dem ersten Bild, ist es eigentlich auch so, dass diese Bilder so sind, dass das eigentlich quasi versteckt werden soll, dass man das Erdölbegleitgas dann dort abfackelt. Aber es ist halt eben so, was mir immer sehr wichtig ist, dass da sehr viel dahinter steckt, aber es ist erstmal auch so ein Bild für sich und es schreit nicht nur so, aha, das habe ich mir schon immer gedacht, dass die das Erdölbegleitgas dort verstecken. Olaf, wir müssen erst einmal Andreas, aber noch ganz kurz irgendwie zu dir. Sind wir nicht aufgefordert, schon seit irgendwie über 100 Jahren, dass wir auch Bilder lesen sollten, um sie dann in gewisser Weise irgendwie für uns erstmal zu interpretieren? Ja, also oder brauchen wir den Text? Also ich bin ja der Verfechter dafür, dass keine erklärenden Texte neben den Bildern stehen, also definitiv. Ja. Also auch nicht erklärende Texte irgendwie so, sondern dass aber so dieses Konstrukt, dass du ja schon sehr verschiedene Ebenen da zusammen konstruierst, irgendwie so, dass die auch irgendwie so ein bisschen sichtbar sind, wie in welcher Form auch immer. Also ich meine, es geht in dem Buch natürlich sehr klassisch so zusammen, irgendwie so, ja. Ja, irgendwie so, obwohl es ja eigentlich super disparate Dinge sind, irgendwie so auch. Das war einfach die Fragestellung, ja. Aber definitiv, ja. Dass oder dass die Texte eben ja irgendwie nochmal. Also es wirkt so ein bisschen routiniert dann so, ich habe die Texte noch nicht gelesen, aber es ist natürlich kunsthistorischer Text, der jetzt erklärt, was hat der Fotograf da vorne gemacht, irgendwie auch. Ja. So. Das Problem ist, man kann es jetzt natürlich einfach auch nicht mehr ändern, das Buch ist jetzt schon ausverkauft. Ja, super. Und insofern, es ist ja schon gedruckt. Also. Nein. Überlegungen. Nein, das ist doch super. Ich finde das auch toll. Aber das war auch für mich, also da ist auch wieder das Fotografische oder da geht es auch wieder um Fotografie. Es war für mich auch, dass ich mir dabei gedacht habe, dass ich eigentlich neben der ganzen inhaltlichen Thematik und so weiter auch Interesse daran hatte, zu gucken, jetzt nicht so als großmögliche Muskel- oder Gehirnübung, aber schon auch versuchen, so krasse Gegensätze auf eine Art und Weise auch irgendwie zusammenzufassen, weil es ist ja eben so, also es ist ein Gegensatz, aber am Ende sitzen wir dann doch im selben Boot irgendwie so und das ist halt so. Andreas und dann also meine Olaf. Überlegungen oder Kommentare sind witzigerweise genau das, was auch Wolfgang thematisiert hat. Und nochmal zu Ingo, der jetzt als Advocatus Diaboli sagt, wir müssen ja wohl Bilder lesen können. Ne? D'accord, ich finde auch, dass das auf der Bildebene sehr gut funktioniert. Ich finde es ein sehr interessantes Experiment, so eine Art Großessay zu versuchen, indem man jetzt doch fragmentierte Einzelbilder irgendwie so zusammenfügt, dass sich ein visueller Fluss ergibt. Und teilweise würde ich sagen, man hat auch eine Chance, sowas zu lesen, beispielsweise hier dieses Automobil, ist offensichtlich von einem asiatischen Hersteller gebaut. Das verrät diese kleine Kürzel vorne auf der Motorhaube. Ob der aus Hamburg kam oder direkt aus Korea oder über New York, sei es drum. Da sitzen zwei Leute mit dunkel pigmentierter Haut und einer Frisur drin, dass ich denke, vermutlich Afrika. Außerdem ist die Windschutzscheibe in einem Zustand, dass man denken kann, ist kein Neuwagen. Legt auch das Design nahe in der Publikation, da so ein paar Enden zu fassen, sodass diese kleine Theaterbühne, warum ist eigentlich Licht drin? Lesen die da irgendwas oder so? Das macht schon noch einen Sinn und da kann man viel entziffern. Trotzdem denke ich, die Tatsache, dass es in Nigeria ein Verbot des Aufrichtens von Erdölbegleitabfackelungskaminen gibt, weswegen die quergelegt werden und die Flamme dann so aus der Vegetation kommt, das kann kein Bildleser wissen. Genauso wenig wie ich glaube, die allerwenigsten Leute wissen können, dass dieses große Aggregat, das du da gezeigt hast, kein Motor ist, ich dachte, das ist ein Schiffsdiesel, sondern die Druschba-Pipeline. Ne? Ja. Ich finde, solche Informationen fügen dem Projekt was hinzu und nehmen der Komplexität nichts weg. Und mein Plädoyer wäre, dass es
zwar die kunsthistorischen Texte geben kann, auch einen Bildindex, sondern auch so Index. Voilà, dann ist ja eigentlich alles beieinander, weil letztlich immer, wenn wir über sowas reden, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir diese Einzelheiten dechiffrieren können, aber die Geschichte der Maniok-Verkäuferin, die deswegen mehr verkaufen kann, weil sie die Wurzeln früher trocknet, aber gleichzeitig sich die Kontamination dieser Feuer einfängt, die kann kein Mensch diesem Bild entnehmen. Man entnimmt da, sitzt eine Frau mit Handy in Afrika und im Hintergrund ist eine große Flamme. Könnte aber auch Haiti absolut, sein. Absolut, aber ich glaube, das ist auch in gewisser Weise die Betonung bei Robin, dass er sagt, er ist kein Bildjournalist, ja, der für eine Zeitung produziert, sondern es ist, er ist ein Künstler, der eben halt, und deswegen auch nochmal die Betonung, hier geht es auch um Fotografie. Also so habe ich das jedenfalls letztendlich irgendwie verstanden. Olaf? Olaf Otto Becker. Also ich bin sehr beeindruckt von den Bildern. Ich finde, das ist visuell ganz toll umgesetzt. Die verschiedenen Ebenen, die dort gezeigt werden, also die Porträts, das Auto, dann das Abfackeln, dann wieder Landschaft, dann wieder Gebäude. Funktioniert für mich wie so ein visueller Akkord, wo du verschiedene Töne einsetzt und eine Melodie erzeugst, die großes Unbehagen erzeugt. Ja? Ja. Also da liegt in diesen Bildern auf der einen Seite eine Schönheit, also, aber eben in diesem grausamen, diese dystopischen Welt, die du da abbildest, dann diese Kirche, die da über dem Ganzen auch noch so droht, über dem Verfall von der einen Stadt, dann diese Baumhäuser, ja, und man weiß ja, wofür die gebaut worden sind und so weiter. Das ist wie so ein Akkord, ja, wo einfach verschiedene Tasten angeschlagen werden und eine ganz unbehagliche Melodie erzeugen. Und das finde ich ist ganz toll gelungen in dem Editing von den Bildern. Und wie du es gemacht hast. Was mich interessiert ist, wie du recherchierst ja davor und dann bist du da ja vor Ort. Du kannst ja nicht eine klare Bildidee haben, ich suche jetzt das und das. Nee. Du gehst da wahrscheinlich rum und schaust dir das alles an. Und da ist jetzt meine Frage, wie lange bist du dann vor Ort, um deine Bilder zu finden? Ja, also ich hatte ja einmal zwischendurch gesagt, dass ich, dass das Projekt eigentlich ohne vor allen Dingen zwei essentielle Personen gar nicht möglich gewesen wäre. Das wäre halt in Nigeria, wäre es halt Fineface, Domnomene Fineface, der mir da geholfen hat. Und da waren wir so ein bisschen über einen Monat ungefähr unterwegs. Aber auch einfach, ich hätte es letztendlich auch gerne länger gemacht, aber es war so, dass ich eigentlich dann doch irgendwann gedacht habe, okay, eigentlich habe ich jetzt das, was ich wollte, beziehungsweise nicht sozusagen, dass ich jetzt vorher wusste, okay, ich kriege jetzt das und jetzt habe ich das und jetzt gehe ich nach Hause, sondern es war halt schon so, dass wir ziemlich intensiv und ziemlich gut jeden Tag arbeiten konnten, so dass man irgendwann gedacht hat, okay, jetzt komme ich entweder nochmal wieder oder es ist jetzt erstmal in Ordnung, weil manchmal brauche ich zumindest auch so die Zeit, natürlich vor Ort, aber dann auch erstmal wieder da raus und dann wirklich darüber nachzudenken, also nochmal in, wie sagt man so schön, Medias Res zu gehen und erstmal so zu gucken, was habe ich jetzt eigentlich wirklich und wofür steht das eigentlich und auch nochmal so, also ich habe zum Beispiel auch mit Fineface immer noch wieder in so einem Dialog darüber gesprochen, wie es jetzt, also das ist jetzt nicht so, dass er am Ende gesagt hat, du kannst jetzt das Bild nehmen und das nicht, aber es war halt schon so, dass wir auch da immer nochmal wieder über die Bilder gesprochen haben, was jetzt Sinn macht oder genau. Oder ob das wirklich auch wirklich richtig ist, also sich auch einfach nochmal zu überprüfen, was ich jetzt davon mitgenommen habe, ob die Information dazu auch korrekt war. Aber genau, und mit Pinaki Roy in Indien war es auch ähnlich, da war das fast 2 Monate. Genau, aber ich finde, das sind so für mich persönlich auch immer ganz gute Zeiten. Also das ist irgendwie gut machbar und ist also nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Also du bist nicht an die Orte zweimal hingefahren, sondern du warst ein längeres Stück an den jeweiligen Orten. Genau, also ich war bei den Orten, also in Deutschland war ich immer wieder und so weiter unterwegs, aber bei den Orten war es einfach so, dass ich das vorher vorbereitet habe und da muss man halt auch immer noch dazu sagen, kostet das natürlich auch einfach alles Geld und so teilweise für eine zweite Reise hätte ich auch gar kein Geld gehabt, also, um das ehrlich zu sagen. Aber es wäre ja auch für mich nicht notwendig gewesen, also weil es einfach so, der Plan war so und
Es war jetzt auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, zum Beispiel, als ich aus Nigeria weggefahren bin, das muss jetzt irgendwie nochmal. Ich überlege gerade, eine Folgearbeit in Nigeria zu machen, wo es so vor allen Dingen um den Holzhandel geht, wo so verschiedene Mangrovenwälder quasi auch gerodet werden, weil man daraus bestimmte Verbindungsstoffe quasi herstellen kann, die halt noch, also was auch interessant ist. Und das wäre so eine Form, wo ich mir vorstellen könnte, nochmal wieder dort zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade Andreas und Wolfgang noch mal das Mikrofon gegeben. Du hast es abgegeben, aber ich muss noch mal ganz kurz sagen, das war ja ein wunderschöner Vergleich, den Olaf halt einfach uns irgendwie vermittelt hat. Und du hast es natürlich absolut präzise halt einfach beschrieben. Es gibt eine Folge von Bildern, die einen bestimmten Rhythmus geben. Akkorde, hast du das genannt, die eine Musik in irgendeiner Weise auslöst, die ein gewisses unangenehmes Moment irgendwie beschreibt. Aber das ist doch, findet ihr, das ist doch im Prinzip eigentlich das Tollste, was eigentlich dann eine Abfolge von Bildern auch innerhalb der Dramaturgie eines Buches letztendlich irgendwie machen kann, dass man das Gefühl hat, okay, hier stimmt etwas nicht und ich blätter immer weiter und weiter und weiter und dann werde ich natürlich auch letztendlich, du hast es gesagt, es gibt ein Register, wenn man zum Wissenden werden will, hat man die Möglichkeit, vielleicht diesen Text zu lesen, aber eben halt einfach natürlich auch das irgendwie sich näher zu informieren. Damit würde man sich doch einverstanden fühlen. Dem würde ich auch nicht widersprechen, irgendwie so. Ich habe auch nicht gesagt, dass es nicht funktioniert, irgendwie überhaupt nicht, irgendwie so. Ich habe es ja nur verglichen, irgendwie damit, irgendwie, dass im Vortrag irgendwie natürlich du eine sehr dokumentarische Position, also in deinem Vortrag erklärst du alle Bilder ganz genau, was da drauf ist, irgendwie so. Und dass das irgendwie zwei verschiedene Lesweisen der Bilder sind. Also die ich nicht, und ich bin definitiv der Verfechter davon, dass wir die Bilder erstmal sprechen. Und dass man dann aber vielleicht eine Textebene hinten hat, irgendwie auch, die dann tatsächlich das Faktische oder das, was du ja im Vortrag dann gesagt hast, das ist ja als Ebene bei dir da irgendwie so. Ja? Deswegen, du musst es ja auch dezidiert erklären irgendwie so. Und dass das irgendwie schon irgendwie auftaucht. Also wenn ich schon Peter von Ackmiller das Buch denke, wo auch irgendwie die Bilder vorne allein für sich sprechen und hinten hast du Textblut, wo zu jedem Bild dann aber nochmal eine kleine Geschichte von ihm aber steht irgendwie auch, so ähnlich wie du jetzt den Vortrag gemacht hast, wäre noch eine andere Nummer als irgendwie die routiniert irgendwie so eine Kunsthistoriker Absicherung zu bringen. Weil ich finde es ja schon so eine sehr, ich finde es ja eine interessante Variante, dass du durch diese drei Reisen und das, oder jetzt die drei verschiedenen Orte und du kommst zusammen, was macht das mit dir? Das ist ja spannend. Und das kommt ja in dem Vortrag auch super rüber irgendwie auch und so. Und dass diese Ebene, ich sage einfach nur, das sind zwei verschiedene Ebenen, aber dass man den Sound der Bilder erstmal so stehen lässt und der Rhythmik, spricht mal völlig aus meiner Seele. Würde ich auch sagen, dass das die Qualität der Bilder ist. Und auch. Die gesagt, Seele ist tief von Wolfgang. Petra. Dankeschön. Und dann Roland Poppensicker. Ja, ich würde das sehr unterstützen, weil als Nicht-Fotografin hänge ich quasi an meinen Lippen, was diese Bilder, was da dahinter steckt auch. Ne? Und den Klang finde ich schon unglaublich wichtig, auch alleine durchblättern, also jetzt ohne Bildbeschreibung oder Untertitel oder irgend sowas, dass man wirklich das Bild, dass das wirken kann und dass man die auch in der Abfolge gut richtig mitkriegt. Aber deine Infos dazu, die sind einfach wichtig, finde ich. Die dürfen eigentlich nicht fehlen. Also ich weiß jetzt nicht, was in den zwei Texten hinten steht. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, aber das, was du jetzt dazu benannt hast, also es ging mir auch bei der Ukraine so, finde ich unglaublich wichtig und sollten wir mitkriegen können. Ja, Petra, man muss natürlich auch so sagen, man muss ja auch durch so ein paar Felder irgendwie offen lassen. Wenn man also einen Vortrag haben will, kann man natürlich Robin irgendwie buchen und dann kriegt man nochmal etwas anderes als eben halt das Buch. Und das ist natürlich das Tolle daran. Ne? Die Ausstellungen sind nochmal ganz anders. Okay, okay. Roland? Ja, es ist eine ganz tolle Arbeit. Also ich habe die ja immer schon auf den
Social-Media-Kanälen gesehen, aber jetzt auch nochmal so in der Zusammenstellung von dir präsentiert zu bekommen. Ich finde, die hat ja, wenn man sie zum Beispiel nochmal mit den Arbeiten aus der Ukraine oder auch deinen Schwarz-Weiß-Arbeiten vergleicht, irgendwie eine ganz besondere Farbigkeit, die, glaube ich, auch viel von dem ausmacht, was die Bilder letztendlich so zusammenbindet. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie gibt es diese Serie von Feuern, die auf einmal auch fast wie so ein Kaminfeuer die Bildserie durchläuft, aber eben auch dieses Unbehagen hat. Irgendwie fragt man sich, ob du, also das fiel mir damals immer schon auf, als ich die mal so einzeln gesehen habe, ob das wirklich die Originalfarben sind, sage ich mal. Auch die anderen Serien sind sicher natürlich irgendwie noch behandelt, aber hier finde ich, kommt das irgendwie noch stärker raus, dass man das Gefühl hat, du drehst da sehr noch an den Farben und so weiter. Ist das so oder sind die wirklich so gewesen und bindest du die, wenn du daran nochmal drehst, auch an den verschiedenen Standorten damit auch ganz bewusst nochmal zusammen? Also kommt dadurch dann auch nochmal Manrat hieß es, glaube ich, ne? Oder auch nochmal näher an Indien ran und so weiter? Also es ist einerseits so schon am Ende, vor allen Dingen im Editing, so eine bewusste Auswahl von Sachen, die eh schon ganz gut farblich, sage ich jetzt einfach, wenn wir es jetzt einfach mal so nur auf der Ebene besprechen und alle anderen dramatischen sozusagen Umstände drumherum kurz ausblenden und wir einfach nur darüber sprechen, dann ist es teilweise schon so, dass ich so bestimmt auf wie man es auch teilweise im Film macht, dass ich so mir so bestimmte Farbschema überlege und so versuche, in der Range zu bleiben, dass es halt eben nicht unbedingt Farben gibt, die jetzt so wahnsinnig ausbrechen oder sie so wie so eine Art Sonderfarbe irgendwie zu implementieren. Und dann ist es schon so, dass ich die Bilder schon bearbeite, aber ich mache keine Masken oder Auswahlen oder also verdrehe jetzt so eine Farbe komplett, aber es ist schon so, dass ich die so ein bisschen angleiche, aber es ist auch so eine Idee dahinter, dass ich nicht immer so, wie soll ich sagen, so abhängig von Portra oder Fuji sein wollte und die bestimmen dann die Farben. Das ist so ein eigener Narzissmus, dass ich die Farben bestimmen wollte. Nein, das ist ein Scherz, aber schon ein bisschen was hat es damit zu tun. Aber das ist halt schon, wie ich das eben schon gesagt habe, dass ich so ein bisschen darauf achte, dass es gewisse Farben halt immer wieder auftauchen und dass es eine gewisse Lichtstimmung gibt und dass es, aber auch am Ende, finde ich, kommt es auch oft darauf an, wie man die Bilder so zueinander stellt, weil es, glaube ich, schon viel um den Rhythmus gibt und wie sie den Ton, was du eben so schön gesagt hast, vielen Dank dafür nochmal, hat mich gefreut. Glaube ich, da passiert auch schon so viel, dass so nicht zu viele Farben zu nah beieinander stehen und dass sich dann wieder so dadurch rhythmisiert, glaube ich, hängt auch viel damit zusammen. Aber ja. Dann vielleicht noch eine Anschlussfrage, wenn gerade keiner fragt. Ja. Also ich finde, das ist ja nochmal, also das Bild mit den beiden Personen im Auto, nochmal ein ganz besonderes Bild, was eben auch nochmal eine ganz andere Qualität hat oder überhaupt eine andere Idee als zum Beispiel das Porträt des ghanaischen Arbeiters. Wo man immer sich vorstellen kann, wie du ihn gefragt hast, ob du ihn porträtieren kannst und dann gibt es das Bild. Das hat ja eher so was Zufälliges im Straßenraum aufgenommenes. Ist das inszeniert oder war es wirklich eher eine Zufallsbegegnung, die du so schnell und konsequent umgesetzt hast? Das war letztendlich, also das sind Rafil und Abdul, die mich unter anderem, also mit denen ich auch neben Fineface unterwegs war und die hatten in dem Moment auf mich vor der Tür gewartet und dann kam ich wieder raus und das war eigentlich super so und dann haben wir das einfach nochmal, oder ich habe es nicht einfach so fotografiert, sondern habe in dem Fall, weil viele Bilder sind auch teilweise ein bisschen geblitzt und aufgebaut und da habe ich halt auch nochmal ein Licht reingetan, aber es war eigentlich so, dass ich die gesehen habe und irgendwie das super fand und es gibt halt eben auch diese Geschichte, dass dieser, ich glaube, Daihatsu, nee, ich weiß nicht mehr genau, aber dass ich weiß, dass der eben aus Hamburg dahin kam und dann war das eben auch noch die Geschichte, dass wir die ganze Zeit in diesem Daihatsu gefahren sind. Das ist auch noch eine Idee für eine andere Folgearbeit, die aber noch nicht fertig ist.
Darf ich noch eine Frage stellen, die sich an sich eigentlich auch mit der Rezeption des Buches irgendwie beschäftigt? Wenn wir als, in diesem Falle deutscher Fotograf, halt die verschiedensten Bereiche uns anschauen. Wir kennen ja diese ganze Diskussion auch um kulturelle Aneignung und so weiter und so fort. Und im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen um Ausbeutung eben halt der Menschen, so wie du es auch beschrieben hast. Wie führst du dann diese Bilder wieder zurück? Oder wie gibt es, welche Resonanz? Vielleicht kannst du etwas noch dazu sagen, das würde mich interessieren. Ja, die erste Resonanz war zum Beispiel, als ich aus Nigeria zurückgekommen bin, war ungefähr so 7-8 Tage, nachdem ich wieder zu Hause war, schrieb Fineface, warum es noch keinen Artikel gibt. Es war dann auch schon ein großer Druck. Also es war so, dass was ja vollkommen klar ist, dass es veröffentlicht werden muss und dass es irgendwie eine Öffentlichkeit geschaffen werden soll. Und die meisten Leute, also da mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, ist Internet natürlich eh verfügbar und die Sachen wurden auch oft veröffentlicht. Also auch einfach aus Grund von so einer Form von Finanzierung sind eigentlich auch in dem Sinne alle drei Teile entkoppelt in nochmal anderen, kleineren Arbeiten dann auch nochmal anders veröffentlicht worden. Und zwar in demselben Stil und mit derselben Idee, aber nicht in der globalen Machart, sondern sozusagen als kleinere Sachen. Und es war den meisten noch wichtig, was ich auch völlig folgerichtig finde. Und meistens war das jetzt gar nicht so, oh, jetzt will ich aber unbedingt mein Bild haben, sondern es war so eher so, hast du jetzt das gemacht, was du gesagt hast, dass du machen willst? Also nicht jetzt kein Versprechen oder so, oder hast du das jetzt eingelöst? So ist nicht gemeint, sondern einfach, es war schon so, dass die Leute das dann auch sehen wollten und dass sie dann auch super fanden. Also beziehungsweise hat keiner gesagt, dass ihnen das nicht gefallen hat. Aber Fineface zum Beispiel ist auch so nebenbei, neben seiner Aktivität auch Fotograf und genau das, also ja, der ist da auch so im Bild. Herr Langen. Herr Taupaum. Wie würden Sie denn über dieses Buch schreiben wollen? Mit einem Wort: großartig, unbedingt sehen. Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Robin Hitsch. Ja,